Dieses Video wird präsentiert von Asus. Sascha für Mobile Geeks hier und wir sind gerade am Stand von Beamon auf der Computex und ich habe hier etwas entdeckt, das ist eigentlich so eine kleine Zeitreise, fast 10 Jahre zurück. Da fing das alles an, damals mit dem Origami-PC von Microsoft. Das war das Team um Otto Berg, die diese ersten Geräte rausgebracht haben. Jetzt sind irgendwie die UMPCs wieder zurück. Das ist der Beamon W8513. Großartiger Name. 8-Incher Windows 10 1280x800 ist die Auflösung, basiert auf dem Intel Cherry Tail. Das ist ein Atom X5, also ein 64-Bit SoC. 2 GB bzw. 4 GB RAM, die Variante hat 4 GB RAM und 32 GB internen eMMC-Speicher. Was ganz spannend ist, 2 Megapixel Kamera noch vorne, hinten haben wir eine 5 Megapixel Kamera und was ich knuffig finde, ist das schicke Keyboard, guckt euch das mal an. Wie gesagt, das erinnert mich so an diese UMPCs, über die wir damals auf Netbook News und was Shipping mit Alta, mit UMPC Portal und JKK Mobile gemacht haben. Das war, wir haben uns eigentlich nur um diese Geräte oder über diese Geräte unterhalten. Das ganze Gerät ist extrem leicht. Ich würde mal so sagen, vielleicht so 350 Gramm maximal. Das Keyboard ist verbunden über Bluetooth. Und ja, es ist ein schickes Keyboard. Das ist jetzt nicht hundertprozentig verarbeitet mit, ich weiß es nicht wie. Aber gebürstetes Aluminium hinten und ansonsten eine richtig schöne Nummer. Preis wissen wir leider nicht. Die verkaufen natürlich hier an entsprechend die Distributoren aus dem westlichen Ausland. Also, ein kleiner erster Eindruck von dem Beamon W8513. Ich bin Sascha von Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.